Wisst ihr Leute, wenn es um YouTube geht, bin ich so eine Art alter Sensei. Ich schaue mittlerweile seit rund 10 Jahren Videos und habe viele Leute kommen und gehen sehen. Ich war sogar schon dabei, als Commander Krieger noch nicht Commander Klicklos war. Und das geht schon echt weit zurück. Ich komme auch noch aus der Zeit, da war Lion noch der schlimmste YouTuber Deutschlands und Mr. Trashpack hat noch News gemacht, für die sich Leute ernsthaft interessiert haben. Aber die alle sind mittlerweile abgestürzt und in der Hölle der ewigen Irrelevanz versunken. Keine Ahnung, warum es immer die dicken Leute trifft. Auf jeden Fall habe ich ein sehr großes Allgemeinwissen, wenn es um YouTube geht. Nichts, worauf man stolz sein kann, aber zumindest weiß ich, was für Kanäle man in 2020 abonnieren sollte, um geilen Content zu haben. Deswegen will ich euch heute meine Lieblings-YouTuber vorstellen, von denen ich mehr oder weniger jedes Video schaue. Also fangen wir an, Leute. Machen wir es kurz. Tanzverbot. Ich muss zugeben, eine lange Zeit habe ich ihn gar nicht geguckt und sogar deabonniert. Aber mit dieser ganzen Fitness-Sache hat er bei mir nochmal gut die Kurve gekriegt. Es ist einfach interessant, ihm dabei zuzugucken, wie er sein Leben in den Griff bekommt und wie er sich auf Madeira anstellt. Ich schaue ihn zwar schon, seit er gerade mal 1000 Abos hatte, aber so gut wie aktuell haben mir die Videos noch nie gefallen. Ich finde nur, manchmal ziehen sich die Themen ein bisschen. Ich meine, klar, die Videos sind uncut, aber hier geht es zum Beispiel darum, ob er abgenommen hat und erst ab Minute 13 fängt er überhaupt an, sich zu wiegen. Aber gut, für solche Fälle kann man ja die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen oder ein bisschen vorskippen. Also, ich will mich nicht beschweren. Er kommt immer noch schneller zum Punkt als FIFA Gaming. Seit der Trennung von Apecrime haben Jan und Cengiz einen ganz guten Weg eingeschlagen. Besonders die Videos von dem Oh My God Kanal schaue ich richtig gern. Diese Challenges gehen mir zwar ziemlich am Arsch vorbei, aber was YouTube Deutschland angeht, ist dieses Fragenformat einfach das Beste, was es gibt. Ich mag die Gäste und die teilweise deepen Fragen, bei denen man selber immer ein bisschen überlegen muss, was soll ich darauf antworten? Was würde sich jetzt richtig intelligent anhören? Da freue ich mich immer, wenn ein neues Video rauskommt. Aber auch den Zweitkanal von Jan habe ich seit jetzt ungefähr einer Woche abonniert. Und was soll ich sagen? Es unterhält mich, er gibt gute Ratschläge fürs Leben. Top-Kanal. Ich wünsche ihm auf jeden Fall eine gute Zukunft mit seinem Kanal. Und Cengiz auch. Und, nein, dir nicht. Sind irgendwie alle meine Gehirnzellen durch das viele Essen abgestorben? Papa Platte schaue ich auch sehr gern. Ich weiß, er ist ein Twitch-Streamer, aber auf seinem YouTube-Kanal lädt er immer wieder auch Ausschnitte aus seinen Streams hoch. Also zähle ich ihn mal als YouTuber. Er zeichnet sich jetzt nicht gerade durch seine unglaublichen Weisheiten aus und er produziert auch nicht den hochwertigsten Content aller Zeiten, aber ich finde ihn extrem lustig. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war er für mich ein bisschen cringy, ehrlich gesagt, aber wenn man darüber hinweg sieht, ist er richtig unterhaltsam. Und diese Videos mit Justin damals waren echt legendär. Zu Iratsch brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Wer die Videos kennt, weiß, was daran so unterhaltend ist. Er ist gefühlt der letzte deutsche YouTuber, der wirklich gute Streetpranks macht und wirklich auch schauspielern kann. Ich sag's euch, wenn der nicht YouTube machen würde, dann könnte er safe auch in irgendwelchen Filmen mitspielen. Und der Typ trifft meinen Humor auch zu 100%. Kleiner Funfact, damals als Iratsch angefangen hat mit YouTube, hat er richtig viel Eigenwerbung gemacht. Ich habe die Entwicklung so ein bisschen miterlebt und ich weiß sogar noch, wie er mir damals eine YouTube-Privatnachricht geschrieben hat, wo er mich darum gebeten hat, seinen Kanal zu abonnieren. Aber ich nehme es ihm nicht übel. Ich habe ihn ja dann sogar wirklich abonniert. Ich unterstütze keinen Rassismus und das mache ich auch nicht. Ja Leute, ich muss zugeben, ich schaue aktuell nur ganz selten die Reactions von Ungespielt. Einfach weil bei mir der Reaction-Zug so ein bisschen abgefahren ist. Wisst ihr, ich brauche niemanden, der rechts unten in der Ecke dasselbe Video schaut wie ich und dabei die ganze Zeit das wiederholt, was in dem Video passiert. Ich habe Augen. Ich sehe selber, was gerade los ist. Und ich kann Englisch. Du brauchst mir nicht jeden Satz von John Cena übersetzen. Aber das bezieht sich natürlich nicht nur auf Unge, sondern auf jede Reaction. Es gibt ja auch genug, bei denen ich mich unterhalten fühle. Was ich aber richtig gern schaue, sind die Hochformat-Videos. Das ist quasi der Vlog-Kanal von Unge. Ich kann daran eigentlich nichts kritisieren, außer dass die Videos im Hochformat gefilmt sind. Ich meine, klar, das ist das Konzept von dem Kanal, aber ich will keine Insta-Story sehen. Ich will ein YouTube-Video. 1920x1080p. Schon mal davon gehört, du rothaariger Kobold. Okay Leute, bevor ich jetzt weitermache, ein kurzer Nachtrag. Als ich dieses ganze Video hier aufgenommen habe, da gab es diesen Tanzverbot, Abdel, Ungespielt, Montana Black, Crossover, Beef noch gar nicht. Ich habe ein ziemlich schlechtes Timing erwischt. Trotzdem gilt das meiste noch, was ich zu Tanzi und jetzt auch Unge gesagt habe. Ungespielt hat sich halt heftig in die Scheiße geritten und sein Sympathielevel ist jetzt nicht gerade bei mir gestiegen, aber die Hochformat-Videos werde ich mir trotzdem anschauen, deswegen. Nur, dass ihr wisst, dass
dass ich diese ganze Heulerei mitbekommen habe. Aber ich glaube, das waren jetzt so ziemlich alle Kanäle, von denen ich wirklich fast jedes Video schaue. Ich habe natürlich noch viel mehr abonniert, aber die will ich nicht pushen. Ich finde so kleine YouTuber wie Tanzverbot oder Ungespielt, die haben ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Wer weiß, vielleicht werden das noch irgendwann erfolgreiche YouTuber. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, Jungs. Ansonsten verabschiede ich mich von euch, Leute. Schreibt mir auch eure Lieblingskanäle in die Kommentare. Wenn ich Albion schreibt, kriegt einen in die Fresse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.